Die Leute erzählen, was sie wollen. Ratten sind süß. Na? Ich will nicht überwacht werden. Dann überwacht mich halt. Oh. Komme ich hier zu Rattis? Nein. Okay, wieder mal zwei Wege. Grusel, Grusel, Grusel. Schauen wir erstmal oben. Ach, ich will doch gar nicht. Es ist schon wieder so verdammt still. Das ist ja immer so in diesem Spiel, wenn keine Soldaten kommen. Ja, ich glaube, da hinten stand einmal gut, dass ich mich gebückt habe. Also, ich wollte sagen, ist ja immer so in diesem Spiel. Wenn es ganz still ist, passiert gleich irgendwas. Es ist vorhersehbar, ja. Aber wie ihr eben schon mitbekommen habt, erschreckt sich der Agger auch, wenn er weiß, was passiert. Also von daher... Ui, Telefon. Munition, Telefon. Sie haben eine ja, dann her mit der Nachricht. Erste Nachricht von Ian Hives. Jo, hi. Ian Hives hier. Ich habe eben Ihre E-Mail gekriegt. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr Infos geben, aber das ist... Ach komm schon. Mann, ich weiß ja nicht mal, wofür das alles sein soll. Hören Sie, konzentrieren Sie sich vorerst auf die Kontaminationsstoffe. Okay. Vielleicht kann ich Ihnen mehr sagen, wenn die Untersuchung beendet ist. Ende der Nachricht. Okay, dann fragen wir ihn mal. Na, da oben? Ich wette, du liegst da und hast dich versteckt, ha? Ein Alma kam dann. Hast du irgendwas rausbekommen über die Kontaminationsstoffe, ha? Na? Na? Ach, red halt nicht mit mir. Dann lass ich Fuß abdrücken? Nein. Wäre ja auch zu toll gewesen. Also hier oben ist eine Gruselstelle, bei der man wenig was in Erfahrung bringt. Und das war's auch schon wieder. Man ist nicht etwa so, dass da irgendwas Spielentscheidendes ist. Nur ein paar Nebeninformationen für uns. Yay! So, hier war die Nagelpistole. Die laden wir nochmal nach. Wenn wir schon dabei sind, laden wir alle Waffen mal nach. Denn man kann ja nie wissen. So, genau. Und jetzt langsam. Langsam. Vorsichtig. Vorsichtig. Langsam. Okay, es knistert einfach nur eine Vision. Will ich da runter? Nein, ich glaube, da will ich nicht runter. Oder? Hey, ich glaube, da geht's so Rattis. Oder? Ach komm, testen wir es mal. Halleluja! Ja, das sieht gut aus. Ja, hallo Rattis, ich habe euch gefunden. Yay! Yay! Na du Süße, na du Süße oder du Süße. Hey, ich will auch durch Gitter gehen können. So, mal die Gesundheit dauerhaft erhöht. Das finde ich doch super. Taschenlampe aufladen, Taschenlampe aufladen. Und weiter geht es. Das Schöne ist ja, dass die Taschenlampe so einen Blitzakku hat, der sich in 2-3 Sekunden komplett neu aufgeladen hat. So, wieder in Deckung gehen. Weiß ja nie. Vielleicht stehen ja doch ein paar Replikanten hier. Ich hoffe es. Und weiter geht es. Hier ist Blut. Ach, du schon wieder. Da ist was im Wasser. Ach, schön. Was ist denn da im Wasser? Die Kontaminierungsstoffe wahrscheinlich, ja? Sieht so aus, als ob du doch irgendwas über die rausbekommen hast. Ja, vorsichtig, langsam. Vorsichtig, langsam. Eine offene Tür, das gefällt mir nicht. Hilfe. Licht, bitte. Oh. Hey, diesmal ist das Blut an der Decke. Los, ihr sollt pressen. Schwerkraft for the win. So, ich gehe jetzt ganz langsam. Und mach da hinten alles kaputt. Muah. Und bei so etwas sollte ich vielleicht auch die Pistole nehmen. Denn die Pistolen sind nicht so wertvoll. Aber es wird jetzt gleich wieder irgendwas. Ich will gar nicht hinschauen. Wow. Was bist du denn? Alma, runter von der Decke. Hey, cool. Lol. Lup. Lup. So. Nachladen. Ich
So, mal die Taschenlampe einschalten. Taschenlampe? Klar, geht natürlich nicht. Okay, da hinten sehe ich eh nichts. Oh, Mann, verdammte Axt. So. Yay! Böser Gang. Böser Gang. Mach das nie wieder, du Gang. So. Tür zu. Alles in Ordnung. Was hat das für ein Geräusch? War das eins von diesen Schwebeviechern eben? Also die Musik gefällt mir gerade gar nicht. Aha. Also ich vermute, hier ist zu. Nein, ich schaue nicht, denn... Warte, bis es aufhört. Gut. Hey, ein Medipack. Medipack. Ups. Wollte doch nur nachladen. Was ich nicht mehr machen darf. Verdammte Kacke hier aber auch. Naja. Dämliches Gitter. Gehen wir mal aus dem Weg. Also ich fühle mich hier fast schon wie in Vampire Bloodlines. Die ganze Zeit durch irgendwelche Kanäle und so. Ach, da hinten ist der eine Typ, mit dem der Paxton Vettel gesprochen hat. Wie kommen wir hier jetzt wieder? Ja. Wo ist sie? Oh, Leute. Ja, so langsam. Bitte. Boah. Alma, wenn Vettel sie das wird er nicht. Origin. Ja, Ursprung. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, er ist tot. Also dann, los geht's. Vettel muss ja, das vermute ich auch. Oh, ein Sturmgewehr. Und... mit mir. So. Komm. Headshot. Ich will Reflexe. Sperrfeuer, fick dich. Wo kam der denn her? Na, nicht mit mir. Na, komm heraus. Alter, wie mies. Eben noch fast gar nichts hier und dann auf einmal stürmen sie alle rein. Boah, jeder lebt noch. Du Wichser. Alter. Also in diesem Spiel... verdammt, ich wollte doch nur aufstehen. Na, wie ist es unter der Decke? So. Medipack. Na, lebst du noch? Nö. Rüstung. Boah, was für miese Schweine. Ganz ehrlich. So, nachgeladen. Okay, weiter geht es. Ah, Flacker. Ich bin so toll. So. Schrotmunition mal wieder. Boah, jetzt habe ich mich eben noch an dem einen Typ erschreckt. Also ich muss noch mindestens 6 Minuten spielen, ansonsten gibt es eine 9-Minuten-Folge. Das schaffen wir doch irgendwie auch, die Zeit noch umzugehen. Lebst du noch? Nein. Ist auch besser für dich. Na? Sehr schön. Ich bin hier gesichert. Muahaha. Na komm wieder raus. Na, willst noch eine? Willst du noch einen Bolzen? Ne? Du willst auch einen Bolzen? Noch einer. Langsam reicht es aber. Na komm. Steh auf. Lade ich halt mal nach so lang. Oh, hab mir erledigt. Sehr schön. Medipack.
Medi-Medi-Medi-Pack. Also mein Medi-Pack-Haushalt ist sehr gut, würde ich sagen. Irgendwie habe ich immer volle Medi-Packs. So. Bevor noch einer von denen auf die Idee kommt, dann gegenzuschießen. So, weiter geht es. Naja, Musik, mach mir keine Angst. Geht es hier lang? Geht es hier lang? Alter! Wetten, der fällt jetzt runter? Okay, gut, fällt halt nicht runter. Bitte, wenn du da oben bleiben willst, komm ich halt mal zu dir, ha? Kollege! Machst du mal wieder Pause? Na? Ja, immer während der Arbeit schlafen, das ist typisch für dich. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Lampe. So. Bevor ich wieder wegen irgendwas erschrecken unnötige Munition verbrauche, geht's hier hinten lang. Also ich weiß, da hinten war auch ein Ausgang. Ich will jetzt schauen, wo es hier lang geht. Ich wollte doch. Fuck. Okay, dann nochmal den Weg entlang. Nein, ich war hier lang. Der Weg ist in dem anderen Gang da rein. So, hier ist mal wieder der schlafende Bauarbeiter. Das gefällt uns doch so. Pause während der Arbeit und so weiter und so fort. Ich wünschte, das würde ich auch mal kriegen, wenn ich irgendwann mal wieder Arbeit haben sollte. Mal sehen. Aha, Überfallkommando und so. So, genau. So, jetzt hier rauf. Taschenlampe aus und jetzt vorsichtig langlaufen. Nichts übereilen. Und vorbei an dem Bauarbeiter, der auch Pause macht. Fernzünder bombenhaften. Ja, klar. So. Wieder gebückt. Ah, hier ist ein Reflexboost. Na, Kollegen. Wieder lebt noch. Wie noch einer. Hey, die haben auf einmal rote Hände. So rote Visiere sind die jetzt stärker? Na, das war's wohl nix mit dem Rüberspringen irgendwie so halbtot bringen. Ist das ein wenig fail immer. Aber wie ich sehe, hast du es ja trotzdem noch auf die andere Seite geschafft. Ich bin so stolz auf dich. So, sehr schön. Ist hier noch einer? Nein. Wow. Scheiß Camper war wie auch immer. So. Noch einer. Nicht mit mir, Kollege. Komm da wieder raus. Friss meine Granaten. Hey, ich habe noch erwischt. Oh, ich wollte doch gar keine Reflex. Ich wollte noch ranzoomen. So, egal. Laden wir nochmal schnell nach. Na komm. Oh. Haben sogar noch getötet mit dem Streifschuss. So. Okay, gehen wir jetzt da oben lang? Oder gehen wir jetzt da unten lang? Ich weiß es nicht. Alter, dieses Hin und Her auf den Ohren, das drückt. Brrr, ja klar. Übertreibt das mal. Den teuren Spezialeffekt, ne? So, was haben wir hier? Noch mehr Munition. Wieder meinen Hammer zum Rumspielen. Und ein Medipack. Das. So. Wenn man es da schon so liegt, können wir ja gleich mal wieder unsere Leben voll auffüllen. Ich meine ja nur. Oh, und mal wieder die Rüstung erneuert. So gefällt mir das doch. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ah, hier bin ich. Jetzt wissen wir, wo der andere Weg lang gegangen wäre. Warum sind wir dann da oben in den Gängen rumgekrochen? Ganz einfach, da oben in den Gängen gab es viele Booster. Ja, was heißt viele? Ihr wisst, was ich meine. Es gab ein paar Dosen. So. Ja, also. Liebe Leute, ich würde sagen, das soll dann auch mal so langsam reichen. Von der Zeit her waren das jetzt wieder 2 Folgen.
Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr die Ohren geschmerzt mit meinem Geschrei. Schaltet wieder rein, Rido, und auf Wiedersehen.